Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück in der Welt von Seven Days to Die. Ich starte wieder das Let's Play, wie damals angekündigt, sobald es die Möglichkeit gibt, seine Basis besser zu verteidigen oder anders zu verteidigen. Die ist jetzt gegeben mit Patch 16. Und darum schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, wie das so geworden ist. Was ich jetzt schon sagen kann, ein bisschen habe ich ja schon rumprobiert. Ich habe auch mal einen kurzen Twitch gemacht, ein Stream. Die Akustik hat sich deutlich verbessert. Die ist richtig geil geworden. Die Städte schauen recht schick aus. Ja, man muss dazu sagen, das kann jetzt auch schon mit Patch 15 gekommen sein. Das weiß ich nicht. Denn den habe ich ja nicht gespielt, aufgrund dessen, dass es ja keine bessere Möglichkeit gab, seine Basis zu verteidigen, sondern nur auf die althergebrachte. Wo rennst du denn hin, Junge? Jetzt haben wir ihn. Also müsst ihr mir das verzeihen, sofern ich jetzt hier etwas... Ich habe zum Beispiel auch noch nie... Ja. Ich will einen Knochen. Lass mich in Ruhe, Zombie. Jetzt kann sie hier mit der... Das war ein sahniger Headshot. Also ich habe auch noch nie den Händler gesehen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt diese marodierenden Banden gibt. Außer den Zombies. Was ich schon gesehen habe, sind Bärenwölfe. Und... Habe ich einen Knochen gekriegt? Kein Knochen. Hat alle klar. Jetzt haben wir einen Knochen. So. Dann stellen wir das gleich mal her. Das möge man mir im Vorhinein verzeihen. So. Das ist Random Dingsbums. Aufgrund dessen, dass ich schon so viel rumgelaufen bin, habe ich natürlich viel Zeit verplempert. Diese Vögel sind auch neu. Es kann sein, dass es die vielleicht schon gegeben hat mit Patch 15, weiß ich nicht, aber sie sind wirklich lästig wie Arsch. Da sie am Anfang relativ schwer zum Treffen sind. So, Mädel, wo willst du hin? Ja, gut. Bleib nicht da, ich muss dir jetzt Gas geben. Für die Nacht. Ja. Muss jetzt sein. Ist zwar nett, dass er mir die Tür aufgemacht hat. Na, geh doch mal weg. Ah, erschreck mich nicht. Der Hausbesitzer naht. Ich bring doch nur Post. Ein schönen Hoodie. Die Nacht kommt. Ah, oh, shit, jeder Nicht-Treffer ist jetzt ganz schlecht. Nicht sie rein. Oh, ist das laut. Na. Es können hier drin jetzt auch schon Leichen liegen. Also, was heißt Leichen? Aktive Zombies. Na. Ja. Ups, das war dumm. Jetzt. Gut, dann schauen wir jetzt mal, ob hier noch irgendwer liegt. Oh, shit. Wow, noch jemand. Wow, da steht ja eine ganze Family. Brauche jetzt ganz schnell Leitern. Muss aufs Dach. Ist der tot, gell? Alles mitnehmen. Ein Businessman auch. Sehr schön Metallrohr. So, wo hast du sie da? Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Geh mal rauf da.
So kann er sie da nicht hersetzen. Kann er. Also noch zwei craften. Und schnell aufs Dach hauen. Denn die Nacht ist gar fürchterlich. Aber da habe ich jetzt bei dem Teststream, da habe ich so richtig Lust wieder drauf gekriegt auf das Spiel, weil ich schon so lange nicht mehr gespielt habe. Da haben die Jungs und Mädels richtig schöne Arbeit geleistet. So, die Leitern wollte er noch nicht geben. Hm, vielleicht irgendwie gern. Aber quasi zwar noch eine. Weil ich weiß, wie das ist, hier runterzufallen. Nicht angenehm. So, es tut mir auch leid, dass ihr jetzt in der Nacht dabei seid, in der ersten, dass man da relativ wenig sieht, aber ich kann es nicht. Dann da. Dann aufpassen auf den komischen Vogel, auf den Geier oder was auch immer das sein soll. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Quest. Was war denn das? Das war irgendwas mit dem da hier. Rezipes Bedroll craften. Das sollte ich vielleicht auch gleich irgendwo hinlegen. Die immer mitnehmen. Auch die vergammelten Pizzen immer mitnehmen. Da, diese Geräuschkulisse ist definitiv für mich neu. Also ich habe es jetzt schon im Teststream gehört, aber die hat es mit Patch 14 definitiv noch nicht gegeben. Also das ist richtig creepy geworden teilweise. So, dann legen wir sie mal vorsichtshalber hier hin. Erstmal dahin. Da sind schon die ersten Bösen. Wieso sehe ich eigentlich die Questen? Ah, jetzt sehe ich sie. Okay, nochmal eine Stone Axe craften. Das kriegen wir hin. Dann haben wir die Quest auch erledigt. Bisschen rum. Dann werden wir gleich mal ein paar Quests durchpressen. Ich weiß nicht, ob es dazwischen neuere Quests gibt. Ah, ja. Okay, da muss ich mehr Plants finden. Aber wir brauchen Pantshirt Hoodoo Shoes. Dafür haben wir schon kein Material mehr, aber das ist wurscht. Ich versuche den einen Zombie zu finden, dessen Geräusch. Ah, da. Alles klar. Kann das sein, dass das die Vögel sind, die da diese Geräusche machen? Oder die Geier? Dieses. Ich kann es jetzt nicht nachmachen. Müssen wir mal schauen. Es kann auch sein, dass ich dieses Spiel eher streame, weil doch sehr viel Zeit dabei drauf geht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da drüben ist ein Zombie gelaufen, der sich jetzt in Wohlgefallen aufgelöst hat. Oder ist das Hintergrundmusik? Ich weiß es nicht. So wie diese Grille. Ich könnte es rausfinden, indem ich den Sound abdrehe, aber ich finde den gerade so genial. Dass ich das nicht mache. Also ich bin mir ziemlich sicher, ganz am Anfang werden mich diese Sounds noch so extrem paranoid machen. Ach, ich feiere dieses Spiel so. Ich bin von Anfang an dabei. Ich habe schon, wie hieß das früher, Bagger, keine Ahnung, da wo man das Kickstarter, ich habe schon als Kickstarter unterstützt, ich habe es als Version 1.0 schon gespielt, sofern es 1.0 war und nicht mit 0. irgendwas gestartet hat. Also ich war quasi wirklich von Anfang an bei diesem Spiel dabei. Das einzige Spiel, das ich je bei Kickstarter oder was ich generell bei Kickstarter unterstützt habe, weil es mir von Anfang an so gut gefallen hat.
dass ich mir gedacht habe, haust du mal dein Geld da rein. Und ich habe es bis jetzt keine einzige Sekunde bereut. Ich war mit einer der Ersten, da bin ich richtig stolz drauf, dass ich da die richtige Wahl getroffen habe, weil diese Jungs und Mädels haben es definitiv verdient. Und ich habe in diesem Spiel schon über 360 Stunden reingeballert. Ah, ja! Aber ich habe halt dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, weil es quasi zur Verteidigung immer nur ein und dieselben Möglichkeiten gab. Diese Spitzen, die Gegner runterfallen lassen und vielleicht mit Lagerfeuerchen anzünden. Aber das hat sich ja jetzt geändert. Ich weiß noch nicht, wie die Turrets funktionieren. Aber das werden wir schon alles rausfinden. So, Tach, was ist jetzt? Ich meine, ich könnte auf den ein bisschen Zielübungen machen. Wie viele Pfeile habe ich denn? 74. Na, da muss ich noch schnell was anderes machen. Ja, was mache ich schon wieder für Schwachsinn? Ich kenne mich hier voll aus. Ja. Das zu den Favoriten dazu haben. So. Ach, diese Geräusche machen mich fertig. Soll ich echt auf den Zielübungen machen? Oh. Da ist was kaputt gegangen. Und ich sehe den noch nicht. Okay, es wird langsam wieder hell. Das gefällt mir. Das kann aber täuschen. Ich habe jetzt ein bisschen die Gamma raufgedreht für euch, weil das Problem ist, da YouTube ja das eh nochmal nachdunkelt. Also ich würde es für mich selber nicht heller drehen, weil da geht viel Flair verloren. Aber ihr seht es im Endeffekt, glaube ich, in der richtigen Dunkelheit, dadurch, dass YouTube ja gerne nachdunkelt. Aber das, jetzt mal ernsthaft, geht die Sonne da auf, wo der Mond untergeht? Wobei, man kann es jetzt noch nicht sagen, wo die Sonne wirklich aufgeht. Ich habe nur gedacht, weil da Lichtschein war. So, und die andere Frage ist, gilt es jetzt schon als Tag oder nicht? Aber bei den Kriechern kann ich das ja nicht erkennen, ob die jetzt schneller sind oder nicht. Oh, schade. Der war fast schön. Ja, ich kann mich aber auch freuen, ha? Mädel. What? Oh, der war zu kurz. Oh. Ja. Sehr witzig. Da habe ich irgendwas gehört. Und da ist etwas gesprungen. Ich kann übrigens, ja, wenn ich schon dabei bin, hier ziehen wir die Hose wieder aus. Hier. Ich hätte die Stone Axe ein bisschen leveln können. Kann ich jetzt aber noch. Ne, kann ich nicht. Stimmt ja, ich habe ja die Fiber aufgebraucht. Okay, ich riskiere das jetzt mal. Da machen wir aber erst was anderes. Ich cleare das Chaos komplett. Okay, ich glaube, die Musik ist dann das Signal, dass Tag beginnt. Dann wissen wir das jetzt auch. Jetzt machen wir erstmal das Haus sauber. Dumm wäre es, wenn die jetzt noch rennen könnten. Komm, da ist ja noch einer, oder? Das ist auch richtig genial. Das hat's. Wow! Ich habe einen Ofen! Yes! Das hat es nämlich vorher hier auch nicht, also den Ofen hat es schon gegeben, aber die vermehrten Zombies, die hier drin, da sitzt wer im Scheißhaus. Nein! Aber da holen wir uns ganz lecker Wasser raus. Gut, dann gehen wir jetzt mal die Zombies draußen jagen. Rezepte, Rezepte! Gut, die Tür müssen wir auch aufhacken. Und die werden andere ersetzen. Kann ich übrigens währenddessen machen. Das weckt wieder so viele Erinnerungen. Ich
nässe mich fast ein. Also das. Das macht mir Spaß. Ich hoffe, es gibt da nichts, was mich wieder ärgert. Zum Beispiel der Grund, warum ihr aufgehört habt, das andere Spiel zu spielen. So, wo seid ihr? Ihr Schurken von euch. Vor Oma habe ich euch zwar besser gesehen. Schade. Die Hitbox ist immer noch sehr leidlich. Ja, das war ein sahniger Header. Und das war dein Ende. So, das war Nummer 1. Da habe ich, glaube ich, irgendwo ein Nest gesehen. Oh, da drüben. Jawohl, mitnehmen, Nest, komm her. Wieder 9 Federn. Dann suchen wir jetzt die anderen. Rot nehmen wir mit. Achso, das war. Snowbären, I don't know für was die sind. Wir nehmen es aber mal mit. So, wo war der andere? Da drüben irgendwo. Wir sammeln alles auf. Ja genau, ich muss ja hier. Dann gehen wir mal ein bisschen in den Rücken, wo die Zombies waren. Hacken Holz und dann. Oh ja. Immer mitnehmen. Ah, da kommt doch schon der nächste Kandidat. Sie entdecken einen relativ spät. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert im Laufe der Tage. Schade. Richtet er sich nochmal auf? Jetzt hat er mich. Was? Der hat einen Bart. Das haben wir jetzt da. Und. Ich schieße deswegen jetzt erstmal mit Pfeilen. Ah, sehr schön. No. Ich schieße jetzt deswegen erstmal mit den Pfeilen. Oder vermehrt mit den Pfeilen, weil A habe ich ein paar Federn gefunden. Irgendwo hier war er doch. Da geht er in die Knie. Was? Ach, der ist schon untouched, okay. Oh, Rezept. Rezepte liebe ich. Grim. Kann man die da sammeln? Nee. Gut, und dann picken wir jetzt mal das ganze Gezuppel, was wir brauchen. Der Wind des Windgeräusch ist auch richtig genial. Boah, ich liebe es jetzt schon. Kinder. Ich liebe es jetzt schon, diese Änderungen. Also wenn man mal so eine gravierende Änderung, also so, Gänsehaut. Also so ein Gefühl habe ich definitiv schon lange nicht mehr gehabt, besser wie Days to Die. Obwohl ich immer hellauf begeistert war, das muss ich dazu sagen. So, dann craften wir jetzt schnell diese Dinger weiter. Rezipes. So, wir brauchen noch Hood Shoes Gloves. Hood, Shoes und Gloves. Platz werde ich keinen dafür haben. Oder? Ja, hier. Machen wir so, dann haben wir auf jeden Fall Platz. Hier, dann sind wir nicht ganz nackt. Und du auch noch. Komm. Jawohl. Fest fertig. Dann sammeln wir gleich mal weiter. Und wir hacken jetzt auch gleich ein paar Bäume. War da ein Nest? Na, die Nestallergie. Tut man sich am Anfang immer besonders schwer. Ich meine, je öfter man das Spiel gespielt hat, desto einfacher wird es. Am Anfang übersieht man so. Jawohl, das solche Läster habe ich schon ein paar gehabt. Man übersieht die so leicht, aber mit der Zeit kriegt man ein Auge dafür. Da muss man dann halt einfach durch. So, mein Ziel ist es, irgendwann irgendwo eine richtig geile Basis zu bauen mit Turrets, dass es nur so rauscht im Blätter, weil das einzige Problem ist die Munition. Und manchmal schießen die auch auf Viecher, die sie nicht treffen können, zum Beispiel Schlangen. So, wie viel Platz haben wir noch? Ich habe noch 2 Platz, das heißt, ich kann jetzt hier, das ist glaube ich eher Erz. Oh, das könnte jetzt ein Problem werden, oder? Ah, ne, ich habe mal 1 Slot frei, passt.
Dann hacken wir jetzt mal komplett den Stein wieder weg und craften uns wieder Pfeile und schauen, ob wir auch schon was einschmelzen können. Ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen nur noch Lehm, wenn sich da nichts geändert hat. Aber das werden wir alles rausfinden. So, was kriegen wir dazu? Au, da gibt es einiges dazu und jetzt ist mein Inventar voll. Dö-dö. 6 Killpoints, ich weiß schon direkt, was ich skille. Und das war's nicht, das war's nicht. Ist hier jetzt alles schon drin? Ich glaube, da, das da hier. Ich bin absoluter Fan davon. Meiner 69er, das ist quasi, dass ich weniger Ausdauer verbrauche, wenn ich ernte oder beziehungsweise wenn ich was abbaue und dass ich mehr Schaden mache. Deswegen ist das immer das Erste, was ich mache. Denn Ausdauer ist ein kleines Problem. So, warum ich da unten diese schöne Tasse da habe, das hat damit zu tun, dass ich, glaube ich, am Anfang ein Stew gefunden habe, ein Gemüsestew. Und seitdem habe ich dieses Symbol. So, was fehlt mir dazu? Nichts mehr, dann können wir dich weghauen. Ich crafte das immer neu, dass das levelt. Und die Temperatur geht nach oben. Das war zum Beispiel ein sehr leidiges Thema, Patch 14, diese Temperatur. Weil die rauf und runter gegangen ist, als der ein Teil ausgezogen ist, die Temperatur runter, als der ein Teil angezogen ist, die Temperatur rauf, wie blöd. So, haben wir. Ich muss eigentlich shitlos werden. Aber auf jeden Fall nicht das Fleisch. Wir gehen mal ins Häuschen ablegen. Das soll hier auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, nicht meine Basis werden. So, was hast denn du drin? Gar nichts. Ja, wurscht. Wir machen jetzt erstmal Platz. Und da der Kühlschrank läuft, kommt hier mein Fleisch rein. Kommen auch die Sachen, die ganzen Sachen zum Essen rein. Machen wir das so. Okay, daneben. Sehr schön. Kommen die Gläser rein. Wobei, die Gläser kann ich gleich auffüllen. Die Sachen, die Sachen, die Sachen, die Sachen. Du bleibst jetzt erstmal drin. Mit denen kann ich eh noch nichts anfangen. Scrappen wir jetzt erstmal, dass wir Stoff kriegen. Mit dir kann ich jetzt auch noch nichts anfangen. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Platz geschaffen. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, was ich... Ich weiß zum Beispiel auch nicht mehr, wie man die so splitten kann, dass man nicht dauernd... So, ihr wisst schon, was ich meine. Was kann ich jetzt überhaupt herstellen? Okay, dann gehen wir jetzt auch gleich mal... Puh, das ist jetzt eine Frage. Wie schaut das jetzt aus? Habe ich schon sicher, ja. Da kriege ich Sand raus. Wie schaut jetzt Lehm in diesem Patch aus? Kriege da Sand raus. Da kriege ich Erde raus. Oh, 97 Grad. Na? Wir ziehen jetzt mal ein paar Sachen aus und schauen, was mit der Temperatur passiert. Na, Lag. Steinchen hier, einzelne heben wir jetzt nicht auf. Das könnte es, glaube ich, sein, oder? Ja. 98. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Wasser. Ja. Ich glaube, Wasser hat auch geholfen, weil 100 Grad Fahrenheit ist. Was ist denn da die Idealtemperatur? 72 Fahrenheit? Ach, keine Ahnung. Okay, dann gehen wir wieder raus. Holz haben wir gesagt, brauchen wir. Und Lehm. Ich bin froh, dass hier Bäume sind. Aber beim Herlaufen waren nicht allzu viele.
Ah, da werde ich wieder viel Zeit verschwenden. Aber zu Recht, aber zu Recht. Es hat's verdient. So, du warst, glaube ich, Dingsbums, genau. Shovel, bauen wir uns auch gleich eine Schaufel. Alter, jetzt schon wieder, ernsthaft. Ich habe doch gar nichts mehr an, oder? Ach so, ja, weil die Info kriegt man ja eh hier. Insulation plus fahren, geil. Plus. Es gibt alles plus dazu. Und das ist das Hauptproblem von diesem Spiel. Es gibt immer noch plus dazu. So, den Claim-Block sollt ihr noch wegpacken. Da kriegen wir da jetzt. Jawohl. Dann gehen wir uns nochmal kurz abkühlen. Also wenn man jetzt mal genau bedenkt, ne? Dass Kleidung gibt ja nicht nur Plusgrade zu, sondern Kleidung, sicher wird einem im Sommer mit Kleidung wärmer, aber das steigt nicht ins Endlose, ne? Das ist das Problem. Und dann kommt es natürlich auch auf die Kleidung an. Bei starker Sonneneinstrahlung, hier so, macht natürlich eine Kopfbedeckung und irgendwas Leichtes, Übergeworfenes über die Schultern durchaus Sinn, weil das die Temperatur reduziert oder langsamer ansteigen lässt. Aber hier in diesem Spiel ist es halt immer so. Wurst. Hast du was an? Ballert die Temperatur rauf und dann aber auch in einem Tempo, dass du dich richtig anscheißt. So. Und dann werden wir jetzt mal schnell das einschmelzen. Bist du eigentlich auch zum Einschmelzen? Ach du schon, ich brauch gar nicht so weit laufen. Alles klar. Ja, ich gehe ja schon ins Haus. So. Und wir das nämlich auch gleich da rein. So. Macht das jetzt was? Ich weiß es nicht. Ah, doch, tut's. Okay. Gut, steigt jetzt hier die Temperatur auch weiter? Ne, hier fällt sie wieder. Gut, dann können wir jetzt den Krempel looten. Was war das? Ah. Plus 5 Grad, alles klar. Dann kommen hier die Klamotten rein. Jetzt sind Klamotten tödlich. So, haben wir dann. Hatte ich euch mal weg. Also es liegen wieder ewig. Und das mag ich überhaupt nicht. Dann picken wir das mal ab und legen das schön aufs die feine Bett. Achso, kann man nicht mehr. Dann legen wir es daneben. So. Unlock. Sehr schön. Hier vegetiert keiner. Wunderbar. Das erinnert mich, das ist glaube ich 1 zu 1 das Haus von meiner letzten Basis. Ich habe keine Ahnung, ob die Zombies sie jemanden sehen können. Deswegen machen wir das jetzt erstmal blickdicht, auch wenn ein bisschen Holz drauf geht. Das habe ich nämlich bis heute nicht überwissen. Jedes Mal 10 Holz drauf, geil. Viel Holz habe ich denn eigentlich noch? Ja, doch, ein bisschen. Ein bisschen habe ich noch. Guck, na. Blickdicht machen ist meine Devise. Dich habe ich ja schon verstärkt. Na. Das passt. Da brauchen wir Metall für. Und dann kann ich da nämlich die erste Horde vielleicht überstehen. Was? Nee, das nicht. Okay, dann können wir jetzt den ganzen Rest looten. Nichts. Oh, kann passieren. Und kein Bier. Schade! Bier wäre. Hier wäre jetzt mein Ding gewesen. Was auch immer das war. Chrysanthemen, gut, hauen wir die alle raus. Also, was ihr auf jeden Fall immer mitnehmen solltet, ist Menschenkacke. So beschissen sich das jetzt anhören mag.
So, wir können. Was brauchen wir denn dafür? Iron 25. Und was brauchen wir für... Für den Cooking Grill? Auch. Okay, das heißt, wir stellen jetzt Iron her. 210 ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal 150. Wir den noch ein bisschen Holz rein und wir gehen jetzt draußen ein bisschen weiter sammeln. Der stört mich, der stört mich. Wir können jetzt auch gleich die Wood Club machen. Club, wir sind Mitglieder im Club. Dann haben wir die Quest auch erledigt und der Baum kommt jetzt auch gleich weg. Oh, Level up! Na, Quest erledigt. Ja. Kann passieren. Können wir machen. Favoriten. Sehr gerne. Das ist jetzt Dummdies. Den können wir sehr gerne machen. Und Hämmerchen, du musst jetzt leider. So, jetzt können wir dann. Jetzt können wir die machen. So, du kommst weg. Der levelt aber sehr langsam. Du störst, geh weg. Woodframes, okay. Machen wir da jetzt noch ein paar Frames raus. Gleich wieder zu den Favoriten. 18 Stück ist in Ordnung. Denn alles Holz, was wir jetzt haben, ist quasi für die nächsten Crafting-Sachen. So, er baut für zwei Holz circa 20 ab, mehr als 20, okay. Das heißt, dann kriegen wir hier 45 Holz raus. Weiß, dass er, also ich nehme an, es wird noch dieses sogenannte Heat Level geben. Das heißt, je mehr ich mache in einer Zone, desto höher wird dieses sogenannte Heat Level. Und wenn es eine gewisse Zahl erreicht hat, ich glaube 100, spawnte früher ein Screamer. Es kann sein, dass das immer noch so ist, aber ja, wird sich zeigen. So, dann machen wir unser Haus für die erste Woche schon mal sicher. Indem ich hier pretty feine Spikes hinbaue. Und dann wird sich nichts dann ändern. Ich nehme an, das bleibt immer noch komplett identisch. Die erste Woche sollte aber auch relativ entspannt gehen. Ich bin nicht sicher, was sie geändert haben, aber schauen wir mal. Oh, dieser Stein ist schon wieder hin, jetzt repariere ich dich aber nur. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein und craften den Rest. Das sollte inzwischen fertig sein. Ja, ich lasse essen und trinken, aber noch nichts, gell? 150. So, was brauchst du jetzt? Clay. Da brauche ich den Amboss. Kann ich den Amboss? Ja, den kann ich nicht herstellen. Warum kann ich den nicht herstellen? Muss ich den finden? Auf. Na gut, und dann muss ich eh los. Brauche ich da jetzt echt einen Amboss für? Anvil required. Ach, Anvil heißt der Amboss. Ja, klar. Ah, ich kann ihn, aber was brauche ich dafür? Ha, Mädel, ich hab euch nicht eingeladen. Ah!
Ja komm, aber eine ganze Mädelspartie, hä? Was habt ihr dann gehabt? Ein Stayover oder was? Ja, da kommen die Jungs auch schon. Wow. Links am Ohr vorbei. Dabei wäre, das wäre doof. Oh. So, was ist mit euch da drüben? Ach, die laufen eh weiter. Anders soll ich sie holen, abkommen. Was? Hallo Mama. Und der Chef mit Anzug, jo, geht vorne weg. Alles klar. Da haben wir wieder 19 Federn. So, was hat die Mama dabei? Ja. 17 Uhr. Muss jetzt schnell loswerden. Oh, da hat er sich aber rechtzeitig zurückgelehnt. Ha, du Schwein. Ach, fick dich doch jetzt, Kind. Jetzt. Wieso ist das kein Zweifachschaden jetzt gewesen? Ruhe. Das waren alle. So, dann nochmal die Nurse checken. Wo die muss hier irgendwo verreckt sein. Da. 108, ach, ficken. Da komm, Temperatur geht runter. Ich trinke jetzt mal ein bisschen was. Ich brauche ganz dringend einen Topf. So. Was war jetzt das Problem mit dem Anvil? Da brauche ich ein Tool. Egal, gut, dann ist auch das Feuer, das alles schon. Einmal drauf. Ja, jetzt nehmen wir das raus und schauen mal, was es da für Rezepte gibt. Das kann ich schon direkt herstellen. Okay. Dann craften wir uns das doch gleich mal. Sicher besser als das Ding da. Wo ist es? Wurscht, in der Zwischenzeit können wir hier wieder auspacken. So. Ich pack jetzt wahllos in Kisten, so bin ich. Ja, dich brauchen wir vielleicht noch. Dich brauchen wir vielleicht auch noch. Du kommst auf jeden Fall weg. Du kommst auf jeden Fall weg. Ich weiß, dass das alles im Kühlschrank ist, aber ich will es nicht gleich schaffen. Ja, die Temperatur sinkt doch schon wieder. So. Haben wir. Und dann packen wir uns das da gleich mal dahin. Und dann gibt es jetzt noch eine Axt. Bin jetzt blind. Bin nur in den Favoriten drin. Ach nein, jetzt bin ich in den Favoriten drin. Wo
Was fehlt uns? Wood. Was? Wood? Haben wir alles aufgebraucht? Nee. Das sollte natürlich nicht rauslegen. Das wäre doof. Ja, craften wir gleich noch eine. Weil das verbraucht sich so schnell. Dann gehen wir jetzt noch ganz viel Holz holen und hier noch fertig looten. Oh. 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 Oh, doch, zwei Federn. Sehr schön. Gut, dann holen wir uns da noch einen Baum. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Heat-Level-Horde war. Aber schauen wir mal. Ja, 100 Grad schon wieder. Junge, die Sonne geht doch weg. Irgendwie konnte man die Temperatur umstellen auf Celsius. Das werde ich noch machen. Dann würde ich sagen, ist der Anfang ja schon mal gemacht. Dann gehen wir uns hier abkühlen. Passt. Und dann machen wir da jetzt craften wir ein Campfire noch, stellen es auf, schauen, ob wir da noch Fleisch brutzeln können. Das Campfire stellen wir am besten da in die Ecke, dass er schön oben den Tisch anbrennen kann. Das Hochschrank. So, dann holen wir uns hier mal das Fleisch raus. Und dann, das muss ich noch rausfinden, wie man das schön aufteilen kann. Soll der da das Fleisch zubereiten. In der Zwischenzeit stelle ich meine Frames irgendwo hin auf, dass wir die Quest auch noch erledigt haben. So, und zwar am besten da oben. Ne, da unten. Testen wir kurz, kann er noch wieder raufkommen? Nein, nur noch da. Das dauert mir zu lang. Dann werden wir ganz einfach da hinstellen. Schauen wir mal, was passiert. Da kommt keiner mehr rauf, passt. So. Ja. Haben wir. Haben wir jetzt keins gekriegt. Und dann werden wir da unten noch die Treppe abhacken. Und das wird dann die letzte Aktion sein für diese Nacht. Und dann werde ich noch ein bisschen Rohstoffe farmen. Diese Aufnahme hochladen. Wobei die jetzt auch schon wahrscheinlich sehr lang laufen würde. So, dürfte. So. Ne? Passt. Haben wir. So. Ich weiß nicht, ich hasse es, wenn solche Löcher da sind. Du bist zu. Ist zwar komplett wurscht. Aber so schaut es doch schon schicker aus und es hat ja keiner gesagt, dass man sich nicht gemütlich machen sollte. So, dann würde ich sagen, kann die zweite Nacht kommen. Die machen wir auch noch zu. Passt. Das da, wenn wir hinkommen, machen wir noch. Ja, passt, fallen wir auch noch hin. Ich war ja, das geht ja auch das andere. So. So, die Fenster sind zu. Wunderbar. Dann hauen wir uns noch das Essen ins Gesicht. Oh. Ach, diese Eitelkeit von mir. Nochmal, glaube ich. Ach, jetzt muss ich nochmal kämpfen.
So, Stamina haben wir. Das Fleisch lassen wir verrotten. Er ist eh schon verrottet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme oder vielleicht sogar dann im Stream, je nachdem, wie ich jetzt noch Lust habe. Und dicht ist es. Ich muss nach oben. Haut da rein. Tschüssi-lü!